Heute habe ich die zwei neuen Sorten von Magnum. Und zwar einmal Pink Raspberry und Black Espresso. Gab's endlich bei Penny. Ich habe schon lange drauf gewartet. Ich glaube, naja, einen Monat mindestens schon, oder? Läuft diese Fernsehwerbung. Gab's im Angebot für 1,99. Normalpreis ist, glaube ich, 2,70 oder sogar 3 Euro. Haben wir Pink Raspberry, Himbeere, Framboise, das ist Französisch, glaube ich. Eis Himbeer mit Himbeersoße, überzogen mit Milchschokolade und pinkfarbenem Überzug. Nee. Ich nehme mir immer vor, vergesse es dann aber am Ende wieder, im Supermarkt diese Gefrier-Einkaufsbeutel zu kaufen. Also diese Isolier-Dinger halt. Weil sonst, ich trage die immer, ich brauche, glaube ich, nur 10 Minuten Fußweg oder so. Ich habe immer Angst, dass es irgendwie antaut und dann, wenn es wieder einfriert, dass es dann halt jetzt speziell vor der Kamera dann irgendwie anders aussieht. Ist lecker. Aber, also bei mir persönlich jetzt, Fruchteis ist jetzt nicht so mein Ding. Aber es ist halt, glaube ich, ein stinknormales Himbeereis. Ich glaube, von Magnum gibt es sowas nicht. Also schon irgendwie was Besonderes dann, aber
Ist halt Himbeereis. Gut. Dann haben wir Black Espresso. Schwarzer Espresso. Kaffee-Eis finde ich immer richtig geil. Eis mit Vanillegeschmack mit Kaffeesoße, überzogen mit dunkler Schokolade. Fühlte sich gerade so an, als ob es runterfallen würde. Wollte gerade sagen, aber so am zweiten Biss hat man mehr Kaffee geschmeckt. Die dunkle Schokolade nimmt halt schon richtig viel vom Geschmack. Also ist richtig kräftig. Schmeckt auch ein bisschen nach Kaffee, aber wirklich, wirklich, da muss man den Kaffeegeschmack wirklich suchen. Weil in erster Linie schmeckt man halt nur diese richtig kräftig dunkle Schokolade. Danach kommt halt Vanilleeis, aber doch, jetzt war der Kaffeegeschmack stärker. Ich glaube, dass halt wirklich nur in dieser braunen Soße. Naja, schmecken ganz gut, also nicht, dass hier wieder zu viel Mimosa. Schmecken ganz gut, aber halt irgendwie, naja, ich weiß auch nicht. Kann man kaufen, aber naja. Gut, dann war's das, glaube ich. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und
Dann bis zum nächsten Mal. Heute habe ich hoffentlich alle Sachen von Beefy. Und...